Ja, so meine Erfahrung mit dem Freundeskreis reicht 9 Jahre zurück. Ich kam damals durch meine Mutter zum Freundeskreis. Die hat mir erzählt, dass man dort lernen könnte, Leute zu heilen oder sich selber zu heilen. Und das hat mich natürlich interessiert, weil ich auch damals schon kurz vor dem Medizinstudium stand. Und dann kam ich zu diesem Treffen und das war so ganz anders, als ich es erwartet hatte. Und ich bin nur ihr zuliebe hingegangen und also ich habe das alles für Quatsch gehalten. Ich habe das Bild auch weggeworfen von dem Bruno Gröning und ja, bin erstmal lange Zeit nicht zu den Treffen gegangen, aber ich war damals ja noch jung, habe bei meinen Eltern gewohnt und habe dann erlebt, dass meine Eltern Heilung bekommen haben, besonders mein Vater. Zum Beispiel ist er von Alkoholsucht frei geworden, er hat nicht mehr geraucht, Warzen unter den Füßen sind verschwunden, dann ist seine Leber besser geworden, die Leberwerte waren immer sehr schlecht. Varizen in der Speiseröhre sind zurückgegangen. Und auch meiner Mutter ging es besser. Naja, und dann habe auch ich angefangen, mal zu gucken, wie es mir hilft, vor allen Dingen im Studium, das dann ja auch angefangen hatte. Und irgendwann ist meiner Mutter aufgefallen, dass bei mir eine chronische Unterleibsgeschichte verschwunden ist. Ja, und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Und mittlerweile bin ich fertige Ärztin und bearbeite hier im Freundeskreis die Erfolgsberichte, Hilfen und Heilungen, die von Jugendlichen reinkommen. Darunter sind zum Beispiel Heilung von Allergie, das ist sehr häufig, Milchunverträglichkeit, aber auch viele seelische Sachen, Depressionen, Angstzustände, Panikattacken, aber eben auch körperliche Sachen, Überbeine, die weggehen. Es fängt eigentlich von einem verstauchten Fuß, der schneller wieder in Ordnung ist, an, bis hin zu schweren chronischen Geschichten wie Colitis ulcerosa. Warum das Einstellen auf diesen Heilstrom, auf diese göttliche Kraft hilft, das können auch wir Ärzte hier im Freundeskreis, in der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgruppe nicht einfach so erklären. Ich denke, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir können aber, und das tun wir auch, zeigen, dass es hilft, wenn man das ernst nimmt und befolgt. Wir fordern Dokumente vorher an, vergleichen sie mit Dokumenten nachher. Ganz wichtig, dass das von unabhängigen Ärzten, die nichts mit dem Freundeskreis zu tun haben, gemacht wird. Und dann vergleichen wir mit unserem medizinischen Hintergrund, ob sich dort etwas getan hat oder nicht. Und es ist ja auch so, dass wenn man Medikamente verschreibt, nicht jedes Medikament jedem Patienten hilft. Bei manchen Medikamenten wissen wir auch bis heute nicht, warum sie genau helfen. Der Wirkungsmechanismus ist nicht ganz klar, trotzdem hilft es. Und ich denke, so kann man auch den Freundeskreis oder die Lehre Bruno Gröning sehen. Bei manchen hilft es sofort, bei manchen später, bei manchen erstmal nicht. Warum das so ist, ist nicht erklärbar. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Und unsere Aufgabe ist einfach zu zeigen, dass es eine Möglichkeit ist. Es ist unentgeltlich, es ist unverbindlich, kann jederzeit sich entscheiden, nicht mitzukommen. Das ist einfach eine Chance für viele Menschen, die sonst gar keine Möglichkeit mehr haben, gesund zu werden.